Bunt, schrill, laut und fröhlich. Weltweit feiern Millionen Schwule, Lesben, Transsexuelle und deren Unterstützer und Freunde in den Sommermonaten zwischen Juni und August den Christopher Street Day. Vor 50 Jahren fand der erste Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür und Polizeigewalt in der New Yorker Christopher Street statt. Wir feiern in München dieses Jahr 50 Jahre Stonewall. 1969 war erstmals ein Aufstand gegen die Polizeirazzien in dieser Bar in New York. Das wurde ja jetzt letzte Woche gefeiert. Und wir wollen an diese Zeit erinnern, an die Pioniere, die das geleistet haben, worauf wir heute aufbauen können. In der Woche vom 6. bis zum 14. Juli finden in München rund 60 Veranstaltungen rund um das Thema LGBTI Community statt. Wir haben wieder versucht, ein internationales Programm zusammenzustellen. Highlight ist da am Samstagabend Netta, die den ESC, den Eurovision Song Contest im letzten Jahr für Israel gewonnen hat. Und am Sonntagabend ist eins der Highlights zum Abschluss TMCA, eine Band, die aus Castingmitgliedern der Show The Voice of Germany besteht. Der Christopher Street Day ist nicht nur eine Party. Es wird zwar gefeiert, was bisher erreicht wurde, trotzdem soll auch bewusst gemacht werden, was noch zu tun ist. Das Ziel ist Gleichheit und Akzeptanz für alle. Die Mitglieder der Community müssen auch mal einfach ihren Tag haben, wo sie sich gesehen fühlen können, in die Öffentlichkeit kommen können, sich mal nicht in der Minderheit fühlen können, sich austauschen können. Ja, und wir wollen ja dazu auch alle eben einladen, dass sie auch daran teilhaben können. Am Samstag, 13. Juli, findet dann in der Münchner Innenstadt die große Christopher Street Politparade statt. Bunt, schrill, laut und fröhlich.